So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Mafia 2, der Hoffi am Controller. Und jetzt möchte ich bitte von euch allen mal ein ganz großes Oh hören, denn ich werde krank. Hoffi wird krank. Ich dachte, dein Oh war da auch bezogen, dass wir diese tolle Cutscene. Ne, das kommt gleich noch. Tatsächlich das auch noch verpasst. Wäre eine Doppel-O-Folge. ja, und zum anderen, wie du es jetzt gerade nett erwähnt hast, uns ist eine Sequenz flöten gegangen. Aber die Tragweite deiner mehr als gefährdeten Gesundheit, ja, die ist deutlich höher einzuschätzen als diese kleine popelige Katze, die wir gemacht haben. Also wir wissen auch nicht mal, was drin vorkommt, weil wir sie auch übersprungen haben. Wir machen irgendwas mit Joe. Ey, was machen wir jetzt da mit Joe? Und wenn ihr wisst, was da jetzt zwischen den Folgen passiert ist, dann schreibt es uns doch bitte gerne in die Kommentare. Richtig. So, ja, ich am Controller und los geht das hier. Da ist schon mal Joe. Wir sind angezogen, wir müssen uns also nicht mal anziehen. Wie geil ist das denn? Ja, stimmt, wir haben auch wieder einen sauberen Anzug, ne? Und Mark, ja, der ist auch wieder sauber. Mark ist auch mit von der Partie. Was ist denn das für ein Job? Einer, bei dem du nicht alles wissen musst. Du fährst uns nur hin und zurück, kapisch? Oh, okay. Aber wenn's nötig wird, ich hab meine Knarre immer dabei. Schön sagte Billy the Kid, die brauchen wir nicht. Gehen wir. Wir brauchen die Knarre nicht, haha, Hoffi. Also ein bisschen Auto fahren. Ein bisschen Auto fahren. Ja, ist ja auch nicht. Aber zumindest weiß Marty auch nicht, was los ist. Da sind wir nicht der Einzige hier im Dunkeln. Ja, und ich hab doch hier das Batmobil auch, ne? Wir haben noch mit dem, wir haben noch die coole Karre jetzt. Ja, ja, vermutlich müssen wir jetzt mit der Karre von, ja, mit Joes Karre fahren. Ach Joe, Mann, du hast eine Scheißkarre, da muss ich dir jetzt echt mal ins Gesicht sagen. Ja, da können wir Miss Daisy und ihren Chauffeur wieder ins Spiel bringen. Ah, so. Was nehmen wir denn jetzt? Ja, du musst jetzt zu Joes Taverne? Nein. Zu Joes Garage, ne? Yep. War doch hier. Einen weiter? Ach ja, Joe hat ja. Oh. Hat noch mal einen eigenen Stellplatz. Da ist ja wieder Joe. Oh, nee. Ja, und das ist das Oma-Mobil, du hast recht. Also die Karre, die wir letztens in der vorletzten Folge hatten, das war tatsächlich dasselbe Modell, wie Joe es hier auch hat. Empire Central ist die Radiostation, die wir jetzt nicht hören können. Gut, guckst du mal für mich auf die Story? Sprengstoff? Ich fahr da gemütlich. Oh, du hast Sprengstoff im Auto, Hoffi, also kein Unfall bauen, das ist sofort vorbei. Ja? Oh! Das wäre schon fast zu viel, oder was? Ja. Ich hab echt Sprengstoff dabei, du verarschst mich nicht. Nee, der Typ steigt aus und will dich verkloppen jetzt, weil du ins Auto gefahren bist. Ja, das soll mal, also ruhig. Ich finde das irgendwie. Also ich bin ein Fan von diesen aggressiven Passanten. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was anderes als diese devoten Opfertypen bei GTA. Richtig. Mann. So, aber oh Mann, ich fahre dann echt ein bisschen vorsichtig, ne? Sonst explodiere ich. Also du kannst volle Kanne fahren, das ist nicht das Problem. Du darfst halt nichts rammen mit einer erhöhten Geschwindigkeit. Ich weiß, wir haben das Joe-Mobil. Ich habe auch mal wieder ein Auge auf die Polizei, ne? Raus mit der Sprache. Wow, das war's. Hör auf. Ich bin nur neugierig. Diese ganze Geheimniskrämerei. Marty, diese Geheimniskrämerei ist wichtig. Je weniger du weißt, desto besser. Also Vito redet gerade so, als wüsste er genau wie Joe tatsächlich, wo wir lang und was los ist. Nur Marty bleibt im Dunkeln. Zu seinem eigenen Schutz. Ja, Marty McFly, der hat so gar keinen Plan. Ich heiz jetzt. Ja, aber ich vertraue auch seinem losen Plappermaul nicht. Nee. Marty McFly ist echt ein Wackelkandidat. Noch ein Wort. Ich sehe die Kuppel nicht. Oh ja, das ist die alte Regel beim Autofahren, Hoffi. Nein, du Grundstein! Aber hier nicht mit dem verstärkten Superauto, Oma-Auto von. Aber ich bin jetzt etwas verwundert über diesen Laternen, was der so einfach aufgegeben hat. Ja, ich denke mal. Ach ja, du hast eine andere Standfestigkeit dieser Dinger im Gedächtnis, ne? Genau. Von deiner ersten Fahrt noch. Ja, richtig. Wo selbst vor dem LKW bei Ende. Aber das war ja noch in den 40ern, ne? Das war ja noch, ist ja, oder 50ern, ist ja in den 40ern, ist ja ein Weilchen her. Ja, das stimmt. Das ist mutig. Ja. Das ist mutig. TNT an Dynamite! Oh, meine Stimme fällt aus, Mann. Ach, bist du krank, Hoffi? Schau mal hier, ein Fliederbaum. Oder war das ein, das ist das Hotel. Ein Kirschbaum? Das ist deine Garage. Ich hab's gleich geschafft. Ach, das ist die Stelle. Oh je, Hoffi. Ah ja. Wird doch Baller-Action raus. Jetzt weiß ich vielleicht auch, da haben wir doch eine recht signifikante Cutscene verpasst, glaube ich. Oh nein. Aber das ist vielleicht sogar das bessere Storytelling. Doch, dadurch wird es richtig mysteriös. Unser Plan ist im Grunde jetzt, wir verkleiden uns. Wir verkleiden uns als Fensterputzer, glaube ich. Und der Plan ist, dass Vito und Joe, dass wir also mit Joe zusammen hier so ein paar Gangsterbosse ausschalten. Magst du kurz sagen, was wir machen sollen? Aussteigen. Einfach hier.
Ah, mir gefällt unser Trenchcoat. Ja, Mann. Okay, Vito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Also Marty ist unser Driver. Der hält den Motor warm. Das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Genau, also da ist ein Treffen zwischen einigen großkopferten Mafia-Typen. Ja. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Verkleiden uns als Reinigungstrupp und wollen eine Bombe platzieren. Das ist der Plan. Oh Mann, ey, aber mit Joe, meine Reine. Das war Joes Plan, also das muss man ihm lassen. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Ja, also wollen wir auch gerade sagen, ey, Joe, der Pfau auf die Kacke. Echt, ey. Alter, echt, Mann. Captain Korrekt, ey. Pass mal auf, Joe, gleich, ne? Wir keine Freunde mehr. Finde die Uniformen der Putzkolonne. Okay. Wir können noch hoch, ja. Scheiße. LB, ne? Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Es gibt einen anderen Weg rein. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Doch nicht, ich hab Hoffi gerade in die Richtung geschickt. Und das war falsch. Laufen wir doch RB, oder? Auch LB. Auch LB. Selbe Taste ja, wie... Ja, einfach die S-Crit. Jetzt er denn. Also der Kontakt, der uns eigentlich die Tür aufmachen soll, ist scheinbar zu spät gekommen, aber wir können hier einfach reinlatschen. Also interessiert ihn niemand? Genau, ich glaube hier rechts ist gut. Ja, richtig, so richtig dampfig, so eine richtig coole Waschküche. Ja, warum interessiert das hier niemanden, dass wir hier rumlaufen? Ach, diese ganzen Lowlife-Angestellten. So, was kann das hier? Ja, Tür öffnen geht. So, da bin ich. Oh, was ist da? Im Büro? Ah, das ist unser Kontaktmann. Der hier? Yep. Ah, ja. Joe tritt erstmal die Kippe aus. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute, du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Hey, Jet Li! Es tut mir leid, Was soll's? Verschwinden wir von hier. Siehst du... Kiss of the Dragon war nicht so geil, Jet. Oh, ich mag Jet Li ja gar nicht. Ich liebe Jet Li, ich liebe... Also, alle Filme, die nicht in Amerika spielen, außer vielleicht... Nein. Nur die... Ich mag echt nur die Hongkong-Filme von Jet Li. Okay. Unleashed war nicht schlecht. Unleashed war ganz gut. Danny the Dog. So erkennt uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Na toll. So einen schlechten Anklebbart, oder was? Mann, das geht doch wieder alles furchtbar schief. Check uns mal von vorne aus kurz, bitte. Ja. Ihr zwei. Ja, jetzt haben wir auch so ein Bärtchen, okay. Jawohl. Mr. Lava Lava. Ah, jetzt müssen wir unsere Rolle spielen, Hoffi. Die Sauerei ist Scheiße in den Ohren. Hierüber habe ich gesagt. Habt ihr Scheiße in den Ohren? Auch nicht schlecht. Das jetzt hier spricht sich noch jemand nehmen, oder? Ich glaube, du hast es schon ausgelöst. Du hast vorhin mal kurz X gedrückt, ne? Als das Prompt da war. Jawohl. Na los, Bewegung. Ui. Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Okay, Guaylo. Hey, komm mit. Oh. Schwein gehabt, das war Henry. Ja. Das war Henry? Okay, verschwinden wir. Der Durchgepeitschte da? Ich habe ihn auch nicht als solchen erkannt. Du hast auch einen Eimer dabei. Ja, kann ich den ablegen? Nee, den brauchst du noch. Das ist ein essentielles, ein essentieller Bestandteil unseres Plans. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Keiner, das hoffe ich schwer. Oh. Hallo? Wo zum Teufel? Bin die Putzfrau! Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Geh zum Konferenzraum, okay. Joe! Und keine Fragen, was das ist.
oder wie es dorthin gekommen ist. Okay. Wir sollen da also Blut wegwischen. Jo. Oder eine Sauerei wegwischen, was immer das sein könnte. Genau, pass auf, dass sie Clementis Leute nicht erkennen. Oha. Kann ich mich in Gruppen tarnen? Das ist noch, nee, ganz so ausgefeilt ist hier die Stealth-Mechanik nicht. Ich glaube, der Trick ist einfach nur nicht lange genug, nicht zu lange bei einem in der Gegend sitzen. Stehen. Andere Seite? Wo der Wachmann steht. Genau. Ja, aber ich habe Angst, dass er mich erkennt. Ja, aber der Typ meint er ja gerade. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Ah, ja. Ach, die Unordnung! Okay. Einer der Jungs, die vorhin hier waren. Schau mal, das Glas sieht cool aus, finde ich. Hier, diese Glaswände. Der Arm ist mit dem Kopf abgeschlagen. Ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also, Jungs, wisch diese Sauerei auf. Und zwar flott. Okay, muss ich interagieren? Ich glaube ja. Verfluchte Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Ja, der Plan ist nämlich, dass wir im Grunde hier eine Bombe reintun. Ja, und das Kabel... Konferenzraum in den Luft jagen. Und zünden tun wir das Teil von Hand. Und zwar mittels... Soll ich Loch schneiden? Genau. Ein Loch schneiden. Da kommt dann das Kabel, glaube ich, durch für unseren Auslöser. Und wir sind draußen mit dem Fensterputzlift, weißt du? Okay. Das ist der Plan. Oh Gott. Muss man sagen, muss man bei den Hut ab, Joe. Ich finde den nicht schlecht. Plus der rote zum Minuspol. Warte mal, war das Vito? Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay. Ich erkenne das nicht mit dem Bart. Nee, der Bart ist mörderisch. So, und nun, Schrubbe die Flecken weg. Genau, jetzt müssen wir uns noch schnell... Streng dich an, steht da auf. Hier in das, hinter dir? Genau. Yeah. Und so lernt man Karate. Zumindest laut Mr. Miyagi. Ja. Kreis und bewegen. Genau. So, jetzt kann ich hier gehen, ne? Nee. Ihr seid fertig, dann verschwindet jetzt. Das kriegen wir hin. Gut. Okay, und jetzt aufs Dach. Okay. Wer ist angebracht, panisch davon zu rennen? Kreischend. So. Auf B schreien wie ein kleines Mädchen. Und Hände in die Luft. Das wäre eine Option. Das ist Clementi. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja klar, und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Okay, oh, Joe. Ah, hier ist das Treppenhaus, ja. Können wir rennen. Nee. Aber den Eimer hast du immer noch dabei. Ja. Verdammt. So viel jetzt nicht mehr. Mein Ding. Yes. Warum haben die hier so viele Stufen? Ach, aufs Dach wahrscheinlich und dann fahren wir runter. Oder? Und dann schaffen wir uns da den Aufzug. Ja. Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazinen. Hast du das Ding her? Klasse. 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Sprich, ich habe jetzt wieder nur diese eine Knarre. Nur 2 auf der ganzen Welt. Ganz so aus. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Was war Vitos Kommentar, als er zum ersten Mal die Knarre bekommen hat? Klasse. Scheiße. Mantis, Männer. Schnell, wir müssen hier weg. Okay. Ein kleiner Rückschlag in dem Plan. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Ein ganz grüner? Bitte? So, worüber Männer auf Dächern so reden. Halt. Ja, ja, das. Okay. Soll die Tür jetzt auftreten, oder? Ja, aber vielleicht erstmal öffnen, nicht so laut. Und ein Vibaziel. Aber schau mal, wir haben ein längeres Magazin bei unserer Knarre. Schau mal. Das kommt schon so raus. Ja, genau, meinte er ja auch. Ist ja ein dickes Pornomagazin. Und wir haben jetzt auch mehr, generell auch mehr Schuss dabei. Also vorher hatten wir, glaube ich, paar 40 maximal. Jetzt sind es 69 immerhin, die wir extra noch dabei haben. Okay. Das Leben hat auch noch einen Sinn. So. Wollen wir schon bewaffnet rausgehen? Ich würde mich trauen, ja. Okay. So. Mach es ob, das Ding. Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Scheiße. Hinter dir ist einer. Schießt hinter mir. Ich glaube, nee, aber es ist vorbei. Ich will mich jetzt vielleicht auch nicht. Das ist super gut.
So, knall sie weg, da rechts. Erstmal durch Leben voll. Ah, okay. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Mist. Joe zieht Feuer irgendwie. Da war der Kopf gerade. Ja, ja, ja. Der wäre perfekt gewesen und dann geht er runter. Yes! Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Da. Ui. Ja. Wer war das denn? Der kam mir voll bekannt vor. Ja? Ja, ich weiß hast nicht. Hast einen Kumpel erschossen aus ja, dem Ja, irgendwie. Letztens beim Poker bei Clementi. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Ja, ich weiß nicht. Du kannst ihn voll flankieren. Links davon ist das? Da ist er, genau. Oh, bam! Jawohl. Ich beklatsche ja ungern das Ableben eines Menschen, so böse er auch sein mag. Aber in diesem Fall. Da. Ist es Joe? Das ist ja, Joe. Das ist Joe. Mit seiner knabenhaften Kappe. Wusch. Oben, ja? Da hinten. Nice one. Enemy spotted. Bogey on 12 o'clock. Ja, das längere Magazin senkt halt die Accuracy. Die ja. Genauigkeit ein bisschen. Nehmen wir jetzt mal. So, Joe, was machst du? Ja, da. Joe, was Joe, los? Bewacht die Ecke hier. Ich glaube, ne, da kommt einer, hast du gesehen? Da lang, das genau. Ist alles? Ja. Dann blüht dir was. Hast du Schiss, Arschloch? Picke. Mann, die haben alle so teure Anzüge. Eigentlich müsste man, wenn man wirklich Geld verdienen will, die alle nackt machen und die Anzüge mitnehmen. Ja, weil so teuer waren sie ja auch nicht. Schief, der kommt hier rein, der stürmt die Basis, ey. Boah, Arsch, ey. Der hat so viel Scout gespielt bei Team Fortress, ey. Ich renne einfach rein und spring rüber. So. Warte, ne? Jo. Boah, unsicheres. Und er fang hier. Du, da kommen schon die nächsten beiden. Bin wieder da. Du musst echt ein bisschen durch, ne? Du hast hier Akku gezogen, hoffe ich. Der kann nicht mehr. Der hat sich jetzt da taktisch versteckt und gewandt. Da, so ein Arsch. Oh, jetzt mal gucken können. Du kannst bei dem einen jetzt auch noch Uzi mitnehmen Schwester können. Das ist erstmal fällig hier jetzt Schnauze voll mit dir. Spam ihn voll. Ah, aber der hat gedient, glaube ich. Der auf der. Oh, was ein Arsch! Der guckt auf der anderen Seite auch mal raus. Der mich echt fast rangekommen. Der ist gut. Du könntest sie jetzt voll stürmen, du könntest einfach reinrennen und links vorbei und sie einfach weg. Nö, so, jetzt ist er weg. Jetzt hier, so, oben. Guck mal, das macht der Joe Hilfe immer mit. Aber schau mal, der Joe Headshot hat nicht gereicht, ne? Nee. Oh Mann. Na? Das war's, glaube ich. Ja, ne? Ja. Also zwei Schüsse in die Schulter. Das muss reichen. So, Joe, weiter. Komm. Du könntest jetzt von ihm zumindest die Tommy Gun holen. Ja. If you so please. Yeah. Aber du musst, diesmal musst du sehr aktiv mitnehmen, weil du nicht dabei hast. Weil der neue ist, okay. Genau. Ah, hast 11 Schuss dabei. Das liegt da. Semi aufheben, aber dann. Okay, schau mal, was du jetzt für eine Pistole hast. Ach, du hast die jetzt zweimal. Einmal mit dem langen Magazin, einmal mit dem kurzen Magazin. Ah, ja, okay. Okay. Ich will. 9 Schuss. Nee, ja. Genau, ich will auf der Pistole bleiben erstmal. So. Das Digi-Kreuz sah gerade nicht so geil aus? Nee, hat auch nicht so geil funktioniert. Da liegt der Hut noch. Auch nicht schlecht. Und den würde ich auch gerne mitnehmen. So, ja, wo muss ich denn hin jetzt? Ganz zurück? Timer hat gebimmelt. Oh, und der Timer ist ja diesmal auch an Pizza gebunden. Ja, da gebe ich dir ja recht. Das ist der ultimative Super-Timer. Ja. Ich renne da zumindest noch bis zu dem Ding hin. Irgendwo oh nein. Da drüben ist noch einer. Okay. Hinter der bei... Oh, da unten! Ist noch. Da unten sind die. Feier. Geburtstagsfeier auch. Happy Birthday. Da drüben war auch einer, ja. Okay. Ja, hast du, jawohl. Macht ist mit ihm. Aber die gehen nicht immer in die gleiche Position, das finde ich ganz cool. Was war das? Das ging schnell. Ui. Ah ja, dann haben wir in der nächsten Folge. Aber ich hab echt so lange rausgehalten. Dann darf ich in der nächsten Folge eine richtige Actionstelle machen. Muss die ganze Stelle nochmal machen. Fies, ne? Ja. Heftiger Back-Rücksetzer.
Aber sie geht ja an sich, aber da war ich zu lange raus, ne? Man bereut es denn doch, wenn man ja, eigentlich muss man die ganze Zeit in der Deckung hocken, ey, und nur wenn man kurz schießt. Aber du warst doch voller Held, oder? Ja, ich hab zumindest nicht mitbekommen, dass ich irgendwie Schaden. Nee, ich war völlig überrascht, dass du tot warst. Ich dachte, okay, jetzt nimmt er Schaden. Genau, aber ist in Deckung. Und dann bam, futsch. Normalerweise würden wir sagen, wir versuchen gleich nochmal. Aber wir müssen jetzt wirklich an uns denken. Unser Pizza-Timing muss perfekt eingehalten werden. Dieser Adonis-Körper müssen weiter genährt werden. Mit gutem Blätterteig hier. Ja, Mann. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, Soccer Zone spielt Mafia 2. Bis dann, Leute. Ciao.